Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, beziehungsweise ja wieder mal zu einem neuen Video von dieser Serie, von dieser Serienreihe in die Sims 4 und zwar Create a YouTuber. Und wie ihr es schon im Titel lesen konntet, wie ihr es auf dem Thumbnail gesehen habt, wie ihr es gerade oben links auch lesen konntet, wo ich es eingetippt habe, erstelle ich den guten Taddle, denn ich habe gerade ein bisschen Dead Adam gesuchtet und dachte mir so, yo, du erstellst Taddle, es ist egal was ist. Und von den Merkmalen sind ja gerade Spinner, Musikliebhaber und kreativ und als, wer ist denn das? Bestreben heißt es in Sims 4, ne? Ist er so musikalisches Genie und ich habe heute den ganzen Tag so Dead Adam gehört und dachte mir so, yo, warum machst du nicht einfach mal Taddle? Ich meine so, Taddle wäre echt mal so in Sims ganz gut und es wird bestimmt in nächster Zeit öfter mal die Sims 4 Create a YouTuber kommen. Weil, die werden wir bald alle wiedersehen. Alle, die ich so erstellt habe, werden wir in der kommenden Zeit wiedersehen. Also ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr, also jeder von euch, seinen Lieblings-YouTuber oder, seinen Lieblings-YouTuber oder andere YouTuber, vielleicht auch Leute, die er nicht mag, muss er nicht nur Lieblings-YouTuber sein, sondern, es können ja auch andere YouTuber sein, ne? Jetzt unten in die Kommentare schreibt, damit wir uns anschauen können, beziehungsweise damit ich mir anschauen kann, welchen YouTuber, welche YouTuberin, also sowohl als auch, ne, YouTuber, YouTuberin, ist eigentlich relativ egal, ich als nächstes erstellen soll, also und wenn ihr jemanden seht, der halt euren Favoriten geschrieben hat, dann liked das gerne hoch, dann ist es für mich einfacher zu sehen, was wird richtig hart gefeiert und ich freue mich auf jeden Fall auf eure Kommentare und ich hoffe, ihr freut euch jetzt auch, dass dieses, Format mal wieder zurück ist, ja schon wieder ein bisschen länger her, ich habe noch ein paar andere YouTuber erstellt. Manche sehen davon jetzt vielleicht ein bisschen, was ist das eigentlich für eine Steckdosennase hier? Egal. manche sehen vielleicht ein bisschen komisch aus, so vor allem so die ganz ersten so. Also die würde ich euch vielleicht am liebsten nicht verlinken, aber ich verlinke euch einfach mal die Playlist von Create a YouTuber. Und da könnt ihr euch ja mal durchklicken, beziehungsweise die ist eh unten in der Videobeschreibung. Also schaut da einfach mal rein. Nicht, dass es einen YouTuber doppelt gibt. Vielleicht erstelle ich nochmal irgendjemanden, weil ich Bock habe, weil mir der Alte nicht gefällt oder die Alte. Deshalb, ja. So, kommen wir jetzt aber zu Taddle. Ich habe nämlich den ganzen Tag, habe ich ja schon gesagt, Dead Adam gehört und ich dachte mir so, yo, jetzt, du musst, ich hab Bock drauf. Ich hatte einfach Bock drauf und das war so das erste Mal wieder nach langer Zeit, dass ich so Bock hatte, einen YouTuber zu erstellen. Und ja, es war der gute Taddle. Ich mag ihn persönlich sehr, aber früher zählt er zu meinen Lieblings-Let's Playern, als er das noch gemacht hat und mittlerweile ja schon zu meiner Lieblingsmusik, die er mit Dead Adam insgesamt macht. Und wenn ihr auch wollt, dass wir Dead Adam, also wir, ich Dead Adam macht, könnt ihr das auch gerne nochmal in die Kommentare schreiben, so ein bisschen vervollständigen. Und ja, mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn ihr dem Video gerne eine positive Bewertung da lasst, damit ich halt, damit ich halt sehe, ob euch dieses Format gefällt und ob ihr Bock habt auf mehr. Und ja, wir schauen einfach mal, was sich jetzt noch so ergibt, denn ich finde, er ist echt nicht schlecht gelungen zum Schluss. Also, ich habe immer noch so Mini-Korrekturen so, aber irgendwie sah das dann trotzdem noch genauso aus wie vorher. Also, so als ob das jetzt so irgendwas gebracht hat, so einen Millimeter verschoben, so, keine Ahnung. Egal, jetzt geht's erstmal an die Haare. Natürlich im Türkis, Türkisblau, ne? Übrigens fand, ja, die Frisur war gerade schon perfekt, aber das habe ich da noch nicht ganz so gecheckt und dachte mir so, yo, du klickst dich jetzt durch die ganzen 20 Trilliarden Frisuren, ne, okay, so viel sind es jetzt nicht, aber habe ich gemacht und ich dachte mir so, yo, was sind das bitte für Frisuren? Ich erstelle ja nicht so oft in Sims Männer, sondern das ist eher seltener, aber jetzt habe ich so mal die ganzen kompletten Frisuren durchgeguckt und denke mir so, okay, ungespielt bist du es? Hä, ungespielt können wir jetzt auch machen, ne, mit den Dreads, oh Leute, wow, ach ne, hat er gar keine Dreads mehr, oh, scheiße, direkt verkackt, Mist. Naja, so, okay, was ist, die Frisuren, die passen alle so null, aber ich habe das anscheinend irgendwie nicht gerafft in der Aufnahme, dachte mir so, yo, ich klick alles durch, ist egal, was kommt, ich nehme alles. So, ja, ich dachte so, eigentlich, passt die Frisur ja, ne, er hatte ja so, ich weiß gar nicht mal, wie lange das jetzt schon her ist, so längere blaue Haare, dann hat die sich ja so abrasiert, dann jetzt wieder so kürzere blaue Haare und dann bin ich letztendlich bei dieser Frisur gelandet, weil ich finde, die trifft es eigentlich von der Länge her am meisten und so. Also ich finde wirklich, dass die eigentlich voll klar geht. Und dann dachte ich mir so, yo, er hat doch hier so einen kleinen Bart da unten, also so
In Sims heißt es Spitzbärte, okay. So ein Spitzbart da unten dran. Aber ich fand die Farben halt echt hässlich, so. Und da dachte ich mir so, okay, was machst du jetzt? Was machst du mit den Augenbrauen? Schwierige Frage. Ich glaube, ich habe die dann dunkelbraun gemacht. Ich glaube, ich habe die nicht so gelassen, oder? Da habe ich nicht gerafft, dass ich nicht beim Bart bin, aber ist nicht so schlimm. So, jetzt habe ich die Augenbrauen wieder dunkelbraun gemacht. Und beim Bart habe ich dann mal so geguckt, wie es aussieht. Und bin letztendlich dann bei dem Blond gelandet, weil ich finde, das passt eigentlich mit am besten. Früher war der ja blond, ne, der gute Tadel. Und jetzt hat er sich ja die Haare blau gefärbt. Also, finde ich cool. Blaue Haare sind sehr, sehr fresh. Und dachte ich mir so, ja, so einen blonden Bart kriegen wir schon hin. Wir könnten ihn auch ohne Bart machen. Wäre jetzt auch nicht so das Problem, würde ich jetzt mal sagen. Aber, ja, ist nicht so schlimm, würde ich mal sagen, Freunde. So, ein bisschen den Körper angepasst und dann können... Was mache ich jetzt? Okay, was mache ich jetzt? Man weiß es nicht. Ich denke an, ich wollte Tattoos anbringen. So, okay, bei den Tattoos habe ich einfach beide Arme voll gehackt dann. Also, das seht ihr gleich. Und halt, ja, okay, warte. Ich warte erstmal ab, bis hier das Spiel irgendwas hinbekommen hat. So, hier sind wir bei den Tattoos. Und da habe ich ihm einmal das Tattoo für den rechten Arm. Ja, genau, das ist der rechte Arm. Und für... Das sieht auch cool aus, ne? Aber ich dachte, so Rückentattoo hat... Hat er Rückentattoo? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat dieses Tattoo mega gepasst, weil so dieses Hals-Tattoo hatte ja... ich weiß nicht, ob das... War da nicht irgendwie mal was so, dass der sich die Tattoos entfernen lassen will? Keine Ahnung, habe ich irgendwie mal so halb mitbekommen. Ich verfolge ja YouTube auch nicht mehr so krass mittlerweile. Und im Allgemeinen, naja, okay. So sehen auf jeden Fall seine Tattoos aus, die ich ihm gegeben habe. Die sehen eigentlich ziemlich identisch aus auf den beiden Armen, ne? Ja, fast, okay. Nicht ganz, aber kein Problem, würde ich sagen. Dann habe ich einen Pullover gesucht, denn wie ihr vielleicht schon auf dem Titelbild gesehen habt, hat er da so einen orangenen Pullover an. So dieses Bild mit der Zahnbürste. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Das habe ich direkt als Inspiration genommen und ihm einfach so einen orangenen Hoodie gegeben. Beziehungsweise, das ist kein Hoodie, ne? Es hat keine Kapuze. Aber so ein Pullover und dann noch so eine kaputte Jeans, die so hochgekrempelt ist, dachte ich mir so, yo, kann man eigentlich machen? Den Merch von Dead Adam gab es ja auch in Orange und fand ich eigentlich gar nicht so schlecht. Also, da sieht die Farbe Orange gut aus. Mir steht zum Beispiel die Farbe Orange jetzt nicht so, aber ist ja, denke ich mal, nicht so schlimm, ne? Und denke ich, juckt ja auch niemanden, was mir steht und was mir nicht steht. So, ich hätte am liebsten, ich hätte eigentlich so selber gemachten, also Custom-Content machen sollen, ne? Man kann ja Custom-Content auch selbst gestalten. Und hätte ich eigentlich so einen orangenen Hoodie machen müssen, so mit dem Hydra-Click oder irgendwie mit diesen... Ja, doch, Hydra-Click reicht eigentlich. Das wäre ja schon cool gewesen, ne? Wenn, so der, wenn die so ihr Merch an hätten, wäre echt schon fresh gewesen. Aber habe ich nicht gemacht. Vielleicht beim nächsten Mal dann, dass ich den YouTubern so den Merch anziehe. Mal schauen, sich so Dagi ihren Merch an. So, was mache ich gerade? Man weiß es nicht. Ich weiß selber nicht mehr, die Aufnahme ist schon ein paar Stündchen her, es ist mittlerweile schon später am Abend. Ich glaube, ich wollte mal bei den Accessoires gucken, denn ich habe super coolen Custom-Content, Leute. Ich habe richtig coolen Custom-Content und zwar hier seht ihr es, Mundschutz. Solche Mundschutzmasken. Die hat er jetzt hier beim Alltagsoutfit nicht bekommen, weil ich finde, es sah eigentlich relativ gut aus und da muss ich jetzt nichts verstecken, so hätte ich jetzt irgendwie den Mund oder die Nase ein bisschen verkackt, dann hätte ich gesagt, okay, mach den Mundschutz drauf, damit das nicht so auffällt auf dem Thumbnail. Aber so finde ich das echt chillig und sieht ganz cool aus. Ich glaube, ich habe mir den Mundschutz erst ein bisschen später bei einem anderen Outfit gegeben, aber ja, das werdet ihr ja noch sehen. Hier dachte ich mir so beim Abendoutfit, bei der Abendbekleidung so, yo, was machen wir jetzt? Das sieht alles nämlich ziemlich hässlich aus, bis ich diesen Anzug dann fand. Den fand ich eigentlich relativ schick, also der sieht sogar... Es sieht echt nicht schlecht aus, aber im Allgemeinen ist so mit den Anzügen in Sims 4, ne, ist nicht so das Wahre. Aber wir haben was gefunden und ich würde sagen, weiter zum Sport. Geben wir weiter zum Sport. So. Oh, ich finde die Tattoos so cool. Ich nutze viel zu selten Tattoos in Sims 4, ne. Aber, ja, jetzt haben wir sie mal benutzt, beziehungsweise ich. Und übrigens könnt ihr ihn nicht downloaden, also ihr könntet ihn schon downloaden. Aber ihr werdet ihn halt nicht so leicht finden, deshalb habe ich ihn nicht hochgeladen, wegen Custom-Content. Ne, das werdet ihr noch sehen, dass ich ihm den Mundschutz später gegeben habe. Und deshalb, ja, werdet ihr ihn nicht finden. Also ihr könnt ihn ja mit diesen, man kann so unten ja dann benutzerdefinierte Inhalte anmachen und so, aber das ist alles viel zu kompliziert. Also nicht kompliziert, aber es ist halt umständlicher und dadurch finden das halt Leute weniger. Deshalb wird das dann halt auch nicht so krass gedownloadet oder es wird dann auch nicht so krass gesehen. Deshalb lasse ich es lieber. Deshalb habe ich gedacht, okay. Du John Debbie. Mache ich einfach nur für mich privat. Aber zeige es euch in einem Video und ihr könnt ja von mir aus gerne nach
gestalten oder so. Also je nachdem, wie ihr Bock habt. Oder, ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall müsst ihr, ihr müsst, ich bin richtig am Ausrasten. Ihr solltet eure YouTuber, eure Wunsch-YouTuber für die nächsten Folgen von Create a YouTuber unten in die Kommentare schreiben. Und was war das gerade bitte? Was ist das bitte für eine Krawatte? Ich weiß es nicht. Kommt er aus dem Zirkus? Ich weiß es nicht. So, ich wollte, zum Feiern wollte ich ihn so komplett weiß anziehen, weil ich glaube, das hat eigentlich so am besten gepasst, so komplett weiß und dann mit Mundschutz. Das habe ich dann auch gemacht. Ich meine, da hat zwar jetzt ein graues T-Shirt an, ne? Das beachten wir einfach mal nicht. Und dann geben wir ihm noch eine weiße, schicke Jeans. Die jetzt nicht, aber vielleicht die? Ich weiß nicht. Habe ich ihm die gegeben? Ja, ist ja eigentlich alles egal. Sieht doch ganz fresh aus. Und dann habe ich ihm noch ordentliche weiße Schuhe. Oh, Hockeyschuhe, was? Ich glaube Turnschuhe. Ich bin aber alles durchgeklickt, weil ich Turnschuhe gesucht habe. Aber ja, ich habe sie letztendlich dann doch gefunden. Und da sind sie. Und da diese Schuhe habe ich ihm gegeben. Und jetzt kommen wir zum Mundschutz, meine lieben Freunde. Denn, ja, ich dachte mir so, irgendwo musst du doch den Mundschutz einbauen. Hallo? Der sieht richtig cool aus. Jetzt kommt so, dead fucking Adam, dead. Okay, Entschuldigung. Aber ich finde den sehr, sehr cool. Man kann sowas bestimmt auch hier wieder im Merch-Stil von denen machen. Aber habe ich nicht gemacht, Freunde. Jetzt kriegt er noch eine schicke Badehose. Fand ich in Orange direkt wieder passen, weil ich dachte mir so, Orange mache ich jetzt direkt mal so als seine Farbe. Er hat so sonst nirgendwo Orange an, außer... außer halt in der Alltagsbekleidung, aber ich dachte mir so, na und? Und deshalb ist er jetzt so geworden, wie er ist, Freunde. Und ja, das neigt sich auch langsam dem Ende zu, also so sieht er aus. Ich mache das jetzt drehen jetzt mal ein bisschen, damit ihr ihn von allen Seiten betrachten könnt. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, wie ihr Tuddle in die Sims 4 findet. Ich finde, er sieht richtig cool aus. Ich finde, er sieht eigentlich richtig gut getroffen aus. Also habe ich doch gar nicht so schlecht gemacht. Zeigt es mir gerne mit einer positiven Bewertung. Und schreibt unbedingt euren nächsten Lieblingswunsch-YouTuber oder YouTuberin mit hinein. Beziehungsweise unten in die Kommentare. Und wenn ihr mich nicht abonniert habt, könnt ihr das ebenfalls gerne tun. Wir hören uns in einer weiteren Folge von Die Sims 4 in den nächsten Tagen. Oder vielleicht auch doch mal morgen wieder. Bis dahin würde ich sagen, haut rein und ciao.